Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder der gute alte Prepper und versorgen uns hoffentlich bald selber in unserem künftig werdenden unterirdischen Bunker. Unsere Gesundheit ist ein bisschen fragwürdig. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Geprügelt hatte ich mich eigentlich nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, was wir hier noch machen können. Bauen können, wie auch immer. Konstruktion. Nee. Verdammt. Ach komm, bitte. Was ist das? Okay. Warte mal. Wenn ich dich wegmache. Ah. So kann ich nochmal einen Zweierraum da drunter bauen. So funktioniert das. Weil ich hatte so einen getrennten 1-1-Raum. Das wäre irgendwie totaler Mist gewesen. So ist es natürlich viel schöner. Und dann bau das mal. Kriege ich dadurch jetzt doppelt und dreifach Erde, indem ich das wieder wegmache und neu mache? Sehe ich meine Erde irgendwo? Da kommt meine Erde. Ich würde das gerade irgendwie furchtbar gerne ausprobieren, aber wenn ich den jetzt wieder wegmache, ob ich dann mehr Erde kriege. Na, werden wir schon noch rausfinden. Nur jetzt am Anfang ist mir das ein bisschen zu riskant, dass ich nachher neu anfangen muss. Habe ich nicht ein Fass weggeräumt? Der hat doch sich letzte Mal beschwert, dass ich ein Fass zu viel habe. Deswegen, schnapp dir mal eins. Und dann haust du das erstmal dahin. Das passt schon. Weil er hat sich darüber beschwert, dass zu viele da waren. Sehr gut. Was haben wir denn hier in der Kiste drin? Lass mich da mal reingucken, bitte. Da ist nichts drin. Dann nehmen wir die da auch mal mit. So, hier, da, zack. Ab dahin rollen, bitte. Ich glaube, ich muss auch mal dringend was essen. Wunderbar. Was haben wir denn hier dran? Lass mal reingucken. Ein Energy Drink. Will ich noch keinen. Rüben, tralala. Komm, ess mal eine Suppe. Sehr schön. Da ist wenigstens hier meine Gesundheit wieder auf Vordermann gebracht worden. Was ist das hier? Wasser. Wasser habe ich hier. Ich pack das mal weg. Aber das ist ja schon ordentlich Gewicht, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, und zack, Wasser da rein. So. Da haben wir noch einen ganzen Baumstamm. Können wir den auch hier rein? Nein, können wir gar nicht. Doch, können wir ja. Die ist schon weg. Dann packen wir hier das Gedöns auch da rein. Das sind ein Agentenbericht und ein Brief. Okay. Den Brief packen wir auch mal hier hin. Was ist, wenn ich den Plan nehme und da runterhänge? Oder warte. Nee, lass das. Komm wieder zurück. Weil ich glaube, der hat das positiv gemerkt, sich gemerkt mit dem. Ja, nimm. Der hat sich das positiv gemerkt. Protect yourself. Nimm das mal. Weil ich glaube, das ist kein gutes Ding. Ja, mach das mal dahin. Weil ich glaube, das ist Protect Yourself. Das klingt jetzt für mich nach... was wird das da? Hallo? Wer sind Sie? Egal. Hoch.
Ich könnte mal gucken, wo ich hier hin kann. Ein Röntchen ins Wald. In den Wald, nicht ins Wald. Das klingt gar nicht so verkehrt. Da können wir nämlich noch ein paar Beeren sammeln. Das ist auf jeden Fall auch schon mal richtig gut. So, dann einmal nehmen. Nehmen. Hopp, 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 hopp. Nehmen. Ich glaube nicht, dass wir das reparieren können. Nicht wirklich. Traps-Area benutzen. Ah, okay. Lauf mal schneller. Was haben wir hier? Into the Woods. Der Pfad. Ja, geh mal daher. Ab in den Wald. Repariere die Seilbahn. Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier? Das haben wir schon gelesen gehabt. So, nehmen. Weiter. Hier, lauft mal weg, Viechers. Nehmen. Nehmen. Was haben wir denn hier? Öffnen. Nimm mal alles. Inspizieren. Was haben wir hier? Okay, lauf mal dahin. Ich weiß nicht, was das sein soll. Benutzen. Ah, von da aus kann ich wieder zurücklaufen und sowas. Alles klar. Dann. Hep, hep. Weiter, weiter, weiter. Hep, hep. Pfad, wo ist der Pfad? Da ist der Pfad. Komm schneller. Hopp, 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 hopp. Und da rein mit dir. So, wo sind wir hier? Da haben wir noch einmal Beeren. Nimm die dir direkt. Und dann hier rüber. Nimm dir nochmal die Beeren. Dann öffne das. Alles nehmen. Okay. Da kommen wir wieder zurück. Also. Was haben wir denn hier? Guck mal, da versteckt sich etwas. Und wir haben einen Hebel. Damit können wir das eine reparieren. So, dann quatschen wir mal mit der Tante. Ah! Kommst du auch nach vorne? Hallo? Weiter? Ah! Weiß nicht, was ich drücken muss. Passiert da noch was? Sehe ich irgendwas nicht? Bleib ruhig. Ah, hoppla. Ich habe mich nicht versteckt. Ich habe nur Beeren gesucht. Bob, bist du okay? Hallo, Butterblume. Ich wusste, du würdest kommen. Du siehst aus wie ein starker, fähiger junger Mann. Ist ein bisschen her, seitdem mich jemand jung genannt hat. ja, und Sie sind? Oh, sind meine Ehren. Mein Name ist Jenny. Ich bin diejenige, die dir den Brief geschickt hat. Einhaltung, tralala. Man nennt mich Prepper. Natürlich, hier. Alles klar, Jenny. Böser Wolf, habe ich verstanden. Ein Wolf, eine Hütte, ein Wald. Ah, brauche ich ein rotes Käppchen und einen Korb? Du würdest in Rot lieblich aussehen, aber ich bin nicht die Modepolizei. Alles klar, dann müssen wir uns um den Wolf kümmern. Ja, darf ich weiter? Dankeschön. Dann ab hier rüber. Nimm dir noch ein paar Bärchen. Das Bäumchen. Weiter mit dir. Das nächste Bäumchen. Das nächste Bärchen. Wundervoll. Und dann gehen wir wieder zurück. Noch ein bisschen weiter. So. Benutzen. In den Wald würde ich gerne, aber wieder an den Anfang halt. Geht das?
Scheint so. Jo, sehr gut. Dann können wir das Ding nämlich direkt reparieren. Wenn ich den Hebel finde. Da. Und zack. Perfekt. Da haben wir die Seilbahnstütze repariert. Okay, und damit können wir dann ein bisschen hin und her reisen. Das soll es dann aber jetzt erstmal auch gewesen sein. Und... Na komm schon, hopp, hopp. Vorzuschwören. Wo komme ich denn jetzt hin? Ach, direkt nach Hause. Wie praktisch. Alles klar, wir sind wieder da. Direkt in die Küche. Ja. Erstmal ein bisschen was davon. Mir einiges gesammelt. Das ist schon nicht verkehrt. So. Dann öffnen wir das. Legen alles ab. Filtration, Luna, Thunfisch. Das passt wunderbar. Wir müssen schlafen gehen. Dann machen wir das doch mal. Ein kleines Nickerchen. Sehr schön. Wir sind wieder komplett voll ausgeruht und die Nacht hat gerade erst angefangen. Ich könnte jubeln. Passiert da was? Nicht wirklich. Ist aber auch egal. Ich wollte hier nochmal nachgucken. Was haben wir hier drin? Was haben wir hier drin? Ein Köder. Ja, ist okay. Bücher. Ach, das ist ein Telefon. Nice. Okay. Holen. Ah, da haben wir wieder Wasser geholt. Sehr schön. Da würde ich sagen, laufen mal da runter. Alles ablegen. Ein Holz, ein Dingens oder was? Mhm. Dann gucken wir mal. Und ist das nicht irgendwie klein? Doch, da klar, zerlegen. Auch zerlegen, komm schon. Und ich noch zerlegen. So, dann hole ich da auch noch ein bisschen Holz raus. Zerlegen. So, was haben wir sonst noch? Geld. Warum tust du dein Geld bitte weg? Pack doch lieber die Erde da rein. Das wiegt aber nichts, oder? Nee, die Ressourcen, die kann ich tragen, wie ich will. Das wiegt gar nichts. Na dann. Was ist denn hier los? Zeit zu schlafen. Du wirst bald kollabieren. Sag mal. Also das Nickerchen ist dann auch nicht so das Wahre. Okay, das war aber jetzt ein richtiges Schlafen. Okay, weiß ich Bescheid. So funktioniert das.
Okay, was müssen wir eigentlich machen? 5 Beete sollen wir im Bunker machen. Das heißt, öffnen, inspizieren. Öffnen. Ich komme dort nicht hin. Okay, ich würde gerne eine Leiter machen, aber ich brauche dafür Metall, verdammt. Ich würde sagen, ich gehe mal hier hin. Inspizieren mit der Stromkasten. Okay, und zwar würde ich gerne mit Sergei handeln, weil der gibt einem ja auch Metall. Wow. Teuer. Kann ich dem Erde verkaufen? Soll ich dem Erde verkaufen? Das ist, glaube ich, die viel wichtigere Frage. Hier mit den Dingern kriege ich auf jeden Fall Metall. Wenn ich von jedem eins hole, habe ich das jetzt schon oder kriege ich das noch? Gas, Holzstoff, Erde, Geld. Ich glaube, das kriege ich erst noch. Achso, da steht ja auch der Timer. Alles klar, ich hab's schon verstanden. Nimm dir mal das Glas. Was ist das hier? Egal. Nein, 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 zurück. So. Den können wir zerlegen, da haben wir noch ein bisschen Glas mehr. Federn da rein. Und ansonsten sieht das eigentlich ganz okay aus. Was ist das hier? Kann ich den da reinpacken oder was? Nein. Gut. Dann mache ich Raum-Upgrades. Aha. Interessant. So, was haben wir da drin? Ich muss ja wissen, was ich hier alles in dieser Bude drin habe. Da haben wir auch noch einen. Auch noch mehr Saatgut. Was haben wir hier? Dunstabzugzauber inspizieren. Okay, okay. Was haben wir im Mülleimer? Okay, gut. Was ist das? Kleine quadratische Box. Guck dir die mal an. Da bin ich gerade neugierig drauf. Oh, Metall. Ja, nimm dir die mal. Ja, wir haben unsere Post bekommen. Alles nehmen. Ach, das war so eine Box. Nice, alles klar. Schnell runter. Was ist das alles? Okay. Genau. Herstellen. Ich zerlege die Dinger. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und zack, da haben wir genug Metall. Wir können eine Leiter herstellen. Da haben wir sie. Und pflanzen die da einfach in die Ecke. Atz, sehr gut. Dann sollten wir gucken, dass ich vielleicht noch was zu essen kriege. Oder ich gehe schnell in den Wald.
Genau, hier. Ab rüber, nimm dir ein paar Bärchen. Und weiter, rüber, lauf, 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 lauf. Nimm dir ein paar Bärchen. Nimm dir noch mehr Bärchen. Ja, ab hier rüber. Da kommt er endlich. Nimm dir ein paar Bärchen. Und weiter, nächste Ebene. So, ab hier rüber. Nehmen. Nehmen. Das war's. Hopp, 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 hopp. Lauf mal in die Richtung. Und go. Alles klar. Dann hier rüber. Nimm dir mal ein paar Bärchen wieder. Da haben wir auch noch welche. Und da hinten auch noch welche. Nimm mal. Hier rüber. Nimm mal. Sehr gut. Lauf schon mal in die Richtung, dann geht's wieder zurück. Da haben wir noch eins. Sehr gut, das nehmen wir natürlich noch mit. Ich guck mal, ob in der Gondel wieder was dran ist. Das wäre natürlich viel zu gut gewesen. So. Und dann ab nach Hause. So, dann können wir hier rein. Und futtern uns mal. Wow, da bin ich randvoll geworden. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kleines Nickerchen machen. Ist ja noch früh. Lass mal ein bisschen Energie kriegen. So, alles klar. Hier runter. Und dann stellen wir hier hier Wandlampen. Zwei Stück. Beete. Erstmal vier. Gucken, wie weit wir damit kommen. Da mache ich noch ein paar mehr. Okay, wir können tatsächlich noch ein paar mehr machen. Dann mache ich noch zwei. Was war das? Alles klar, egal. Ja, dann gehen wir mal schlafen. Und morgen geht's dann unten an die Beete. Ich meine, mit den Bären können wir uns natürlich noch ein bisschen über Wasser halten, aber wer weiß wie lange. Da fängt es an zu regnen. Kommt der nicht bald auch wieder? Der Typ halt. Egal. Ab runter. Da sind wir schon. Wir machen einmal hier. Huch, habe ich das jetzt? Nein, gut. Und einmal hier. Dann die Beete. Einen da. Einen direkt daneben. Noch einen direkt daneben. Und noch einen direkt daneben. Alles klar. Mehr kriege ich nicht hin. Okay. Dann einmal in die Küche. Da nehmen wir uns dann mal die Samen. Genau. Müssen mal nehmen, was wir da finden.
Das sind alles nur Boxen. Okay. Hier sind jede Menge Boxen. Das ist alles Metall. Ich hätte das gar nicht kaufen müssen. Ja, ist okay. Ich hab's kapiert. Mach das mal zu. Töte den Wolf. Platziere 5 Beete in deinem Bunker. Das heißt, da habe ich jetzt 4. Ich muss anbauen. Okay. 5 Beete. Bau mal. Was ist, wenn ich jetzt hier nochmal so herbaue? Ja. Mach das mal. Und dann baue ich da auch noch ein paar Beete rein. Dann brauche ich, ja, zum Glück hier im Waagerechten. Ich brauche aber trotzdem ein bisschen Glas. Dann gib mir mal das her. Das her. Kriege ich aus den Dingern Glas? Ja, dann zerlege ich direkt alles davon. So, okay. Zerlegen. Das auch. Das auch. Und das hier. Und dann hätte ich gerne. Was passiert gerade? Warum ging das Dö-Dö? Okay, ich habe nochmal 4 Beete. Ich laufe da rein. Ich habe keine Lampen gebaut, ne? Ich habe es nur zerlegt. Brandlampen, 2 Stück bitte. Wunderbar. Dankeschön. Alles klar. Wieder schnell hier rüber. Eine Lampe machen wir so hin. Die zweite packen wir hier hin. Oh, ist das auch richtig schön hell. So, dann fangen wir mal an. Da einziehen. Da. Da. Und da. So, fertig. Alles klar. Dann. Ja, Pflanzen. Kann ich dich einfach so da draufziehen? Geht das? Ne, das sieht aus, als würde ich das abstellen. Zack. Rein da, pflanzen. Dann weiter. Da, rein, pflanzen. Da, rein, pflanzen. Und weiter geht's. Oh. Pflanzen brauchen Wasser und Licht, um zu wachsen. Ja. Hatte deine Farm gut belichtet. Mehr Licht, schnelleres Wachstum. Okay, weiter. Pflanzen. Weiter. Pflanzen. Und hier. Let's go. Pflanzen. So, ab hier hoch. Ja, geht da dran. So. Und so. Habe ich noch mehr von dem Zeug? Okay, gut. So, wieder runter. Ich will aber trotzdem erstmal weitermachen, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Wunderbar. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Damit ist unsere Nahrungsversorgung echt sichergestellt. So. Das kommt da rein. Ich gehe nochmal wieder hier hoch. Noch nicht bereit. Okay, das braucht noch ein bisschen. Dann gehen wir eins hoch. Und gucke nochmal auf unseren Plan. Der Masterplan.
Wie kann ich fliehen? Auto, Flugzeug, Rakete? Nein, das wäre einfach nur verrückt. Mach einen Plan. 1, 2, 3, renn, präparen. Okay. Ja, wüsste jetzt gerade nicht was. Wir brauchen Inspiration. Also drehen wir dich erstmal wieder rum. So. Kann ich denen noch mehr Licht geben? Wo das eigentlich schon hell aussieht. Ah, egal. So, wir haben wieder Post bekommen. Ich würde erstmal... Halt, warte. Du brauchst da nicht hin. Hier, da kannst du dein Nickerchen machen. Weil er kippt gleich um. So. Was haben wir denn bekommen an Post? Jede Menge. Foto einer Rakete. Das ist meine Inspiration, glaube ich. Eine Bedienungsanleitung. Ein geheimes Protokoll für Hausdurchsuchungen, welches von der Agentur benutzt wird. Oh, interessant. Minutemans Brief. Ein Brief von einem Fremden, der sich Minuteman nennt. Lesen wir uns direkt mal durch. Sehr geehrter Mr. Prepper. Sie kennen mich nicht, aber Ihre Ambitionen sind mir aufgefallen. Sie sind eine interessante Person, Mr. Prepper, und es gibt heutzutage nicht viele interessante Leute in dieser Stadt. Ich weiß, dass Ihr kleiner Roadtrip nicht gerade gut gelaufen ist. Zu schade. Aber wenn ich etwas vorschlagen darf, gehen Sie hoch hinaus und bleiben Sie nicht nur auf dem Landweg. Ich habe Ihnen etwas angehängt, was Sie eventuell nützlich finden könnten. Es ist ein bewährtes Design. Es klingt verrückt, aber ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen können, Mr. Prepper. Und keine Sorge. Deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Du kannst bald etwas Fanpost von mir erwarten. Mit freundlichen Grüßen, der Minuteman. Sehr interessant. Ich kenne diesen Typen nicht, aber er scheint hilfreich zu sein. Vielleicht hat er noch interessantere Sachen zum Teilen. Vielleicht will er handeln? Wer weiß, wer weiß. Apropos, wer weiß. Jetzt habe ich es natürlich wegen dem ganzen Aufbau nicht geschafft, mir neue Beeren zu holen. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes futtern. Ja, die restlichen Beeren, die wir noch hatten, würde ich sagen. Ja, damit legen wir uns nochmal schlafen. Was ist das für ein Hundegebell? Passiert irgendwas? Na, scheinbar nicht. So, wir legen uns schlafen und sehen uns in der nächsten Folge von Mr. Prepper wieder. Madet Jod, schwenkte Hut, grüßer Jod. Ich bin fort.